Der Charakter Chaipurs lässt sich nur entdecken, wenn man bereit ist, das quirlige und bunte Treiben vor Ort zu beobachten. Es ist eine faszinierende Stadt, wo sich alte Traditionen mit modernem Lebensstil in Harmonie vereinigen. Große Bedenken hatte bei uns schon der Straßenverkehr in Delhi und Agra verursacht. In Chaipur scheint es aber nicht besser zu sein. Wir steigen auf eine Dachterrasse, von der das Verkehrsgeschehen besser beobachtet werden kann. Das Gewimmel aus Fahrrädern, Rikschas, Ochsenkarren, Autos und Fußgängern macht uns Angst. Jeder Verkehrsteilnehmer scheint seine eigenen Regeln zu besitzen. Sichtbare Spureinteilungen sowie Trennlinien und Übergänge für Fußgänger oder gar Vorfahrtsschilder sind nicht erkennbar. Fußgänger müssen beim Überqueren der Straße schnell reagieren und dürfen keine Angst vor den heranrasenden, wild hupenden Fahrzeugen zeigen. Man muss sich mutig durch die Fahrzeugkolonnen hindurchschlängeln und mit geschickten Sprüngen einen Zusammenstoß vermeiden. Energische Handzeichen können dabei behilflich sein. Nach europäischem Verständnis ist es nicht vorstellbar, das eigene Auto ohne Lackschaden durch diesen Verkehr zu steuern. Eigentlich müssten Unfälle an der Regel sein und verletzte Verkehrsteilnehmer zuhauf am Straßenrand liegen. Aber nichts davon. Alles geht seinen ungeordnet geordneten Gang. Das ganze Chaos regelt sich von selbst. Zahlreiche Fahrradrikschas prägen das Bild, gehören aber zu den Schwächsten in der Hierarchie der Verkehrsteilnehmer. Sie besitzen leider keine Hupen, mit denen sie sich Respekt verschaffen könnten. Neben der Personenbeförderung transportieren diese Vehikel auch unglaubliche Mengen unterschiedlicher Waren. Der aufregende Straßenverkehr ist für uns nicht nachvollziehbar. Sobald man das Haus verlässt, wird man mit diesem Chaos konfrontiert. Die wichtigste Voraussetzung für motorisierte Verkehrsteilnehmer ist eine funktionierende Hupe, die laut und aggressiv bei jeder Gelegenheit eingesetzt wird. Besonders auffallend sind die mit bunten Saris bekleideten Frauen und dazwischen die bettelnden Kinder, die durch die Basarstraßen ziehen. Die Szenerie am Straßenrand ändert sich Schritt auf Schritt. Immer wieder kann man Neues entdecken. Die schwere Luft ist erfüllt von Abgasen, aber auch vom Duft süßer Früchte und Blumen. Zahlreiche Transportdienste werden auch von Pferdewagen und Ochsenkarren geleistet. Die Zugtiere haben sich an den Verkehr gewöhnt und lassen sich nicht vom Hubkonzert beunruhigen. Ebenso die heiligen Kühe, die ihre Privilegien voll ausnutzen und den chaotischen Verkehr zusätzlich belasten.